Worte und Handlungen im Einklang. Kakuma und Toni spielten Verstecken. Toni rannte umher und suchte nach einem passenden Versteck. Da sah er Finn und fragte ihn: Finn, kann ich mich hinter diesem Felsen vor Kakuma verstecken? Du müsstest ihn dann von mir ablenken und ihn in eine andere Richtung schicken. Na klar kannst du dich hier verstecken. Falls Kakuma hier vorbeikommt, tue ich so, als wärst du gar nicht hier. Klasse, sagte Toni und sprang hinter den Stein. Und schon kam Kakuma hinter einem Busch hervor. Hey, Finn, schön dich zu sehen. Sag mal, kam Toni hier zufällig vorbei? Oh ja, er ist zum Teich gelaufen. Schnell rannte Kakuma weiter und sah dabei nicht, dass Finn hinter sich auf den Stein zeigte und zwinkerte. Sobald Kakuma weg war, kam Toni aus seinem Versteck und lief wütend davon. Finn knurrte: Jetzt habe ich dir geholfen und höre nicht mal ein Dankeschön. Ich würde dir ja gerne danken, wenn du mit deinen Händen dasselbe getan hättest, wie du mit deinen Worten gesprochen hast. Du wolltest mich verraten. Merke dir, deine Handlungen sollten immer mit deinen Worten im Einklang sein oder schweige. Aufgabe: Wenn du etwas versprichst, halte es. Darum überlege vorher gut.